Hallo ihr Lieben, ich stelle euch heute den magischen Knoten vor. Das ist eine Methode, um zwei verschiedene Garne miteinander zu verbinden, ohne diese später zu vernähen. Also sie eignet sich sowohl für einen Farbwechsel, als auch wenn ihr einen neuen Knäuel einfach zum Stricken oder Häkeln ansetzen wollt. Ihr legt eure beiden Garne hier in gegengesetzte Richtung, so übereinander. Dann nehmt ihr hier das untere Garn und legt es unter das obere. So. Dann legt ihr das wieder über das gelbe, sodass sich hier eine Schlaufe bildet. Und dann geht ihr hier von unten mit dem Faden durch diese Schlaufe durch. Und macht einen Knoten. Diesen könnt ihr auch wirklich fester ziehen. So, dann nehme ich mir das obere Garn, lege mir das jetzt über das untere, gehe von unten durch, bilde auch hier eine Schlaufe und ziehe den Faden unten durch und verknote. So, und nun kommt der Trick. Ihr zieht jetzt an beiden Enden und schwupp zieht sich hier dieser Knoten zusammen und es bildet sich so ein Knoten. Ihr könnt da richtig feste ziehen. Das ist so ein sicherer Knoten, der auch beim Waschen hält und sich nicht löst. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier die Fäden abschneiden. Ziemlich nah am Knoten. So, und ihr seht, der hält und ist wie gesagt eine Alternative zum Vernähen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis bald, eure Maschenmarie.